Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Frag Ingers. Der Heiko aus Düren übersandte mir ein ganz spannendes Urteil. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass Videoaufzeichnungen von der Polizei zur Abstandsmessung oder auch zur Geschwindigkeitsmessung in die Persönlichkeitsrechte eingreift und dass damit somit dies ein sogenanntes Beweisverwertungsverbot darstellt. Ein Raser aus Güstrow ist 29 km/h zu schnell gefahren und hat hier das Bundesverfassungsgericht angerufen. Dies ist eine kaum bemerkte Entscheidung. Und der Raser hat gesagt, er sei in seinen Persönlichkeitsrechten betroffen, aufgrund der Videoaufzeichnung, die er eben nicht genehmigt hat, wie auch. Und das Bundesverfassungsgericht hat ihm tatsächlich Recht gegeben und hat gesagt, dieser Grundrechtseingriff in Artikel 2 und Artikel 1, also in die Persönlichkeitsrechte, sei auch durch einen Ministerialerlass nicht gedeckt. Und damit wurde der Bußgeldbescheid aufgehoben. Der ADAC teilt mit, dass nicht nur das Amtsgericht Dresden, sondern auch noch drei weitere Amtsgerichte unter Bezugnahme auf diese spannende Verfassungsgerichtsrechtsprechung Bußgeldbescheide aufgehoben haben. Also hier ist für alle die per Videoaufzeichnung, also wie hier in dem Fall von der Brücke gefilmt oder vielleicht Abstandsmessungen per Video, den hier ein noch nicht rechtskräftiger Bußgeldbescheid vorliegt, eine richtig gute Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Klingt jedenfalls spannend. Ob sich das durchsetzt, kann man jetzt noch nicht sagen, aber auf jeden Fall ein riesen Einfallstor, eine richtig gute Argumentationskette. Ich grüße hier nach wie vor aus dem Burj Al Arab in Dubai.